pass mal auf, Böschler. Ob du den Miller kennst, den Vater von der Luise Miller. Aus Kabal und Liebe von dem Stück von Friedrich Schiller. Ob du den kennst, den Vater von der Luise Miller. Was das mit so Leute ist. Der hat mir nicht mal alles richtig gemacht. Der hat einmal eine Neige gehauen, dass das Gesicht kaputt war und die Knochen im Gesicht gebrochen waren. Aber was mit denen ist, mit so Leuten? Der hat mir nicht mal alles richtig gemacht. Bist du ein Engel? Ich bin kein Engel. Der hat mir nicht mal alles richtig gemacht. Aber was mit so Leuten ist, der macht doch mal einen Fehler. Jeder Mensch macht einen Fehler. Ich habe auch in meinem Leben mal einen Hulstreck-Scheiß gebaut manchmal. Aber was bloß mit so einer Leute ist, der patscht da mal eine ins Gesicht, dass es kaputt ist und die Knochen im Gesicht kaputt ist. Aber was mit dem ist, der ist ehrlich. Der regt, wie der Schnabel gewachsen ist. Der ist gerade raus, verstehst? Und das respektiere ich. Und das respektiere ich viel mehr als den Leuten wie der Wurm. Die Leute, der Wurm aus Kabale und Liebe von Friedrich Schiller. Die Leute. Weil was mit den Leuten ist, die sind wie der Wurm aus Kabal und Liebe von Friedrich Schiller. Was, wie die sind? Die sind so, ja, also ich würde in dem Bereich, würde ich da dieses Argument, ich würde dementsprechend vielleicht dieses Argument an anderer Stelle dementsprechend setzen. Und das sind die Leute! Ja, also wir möchten, würde mich sehr freuen, also wenn alle glücklich werden. Und was ich da immer sag? Du, ich möchte ja da, dass jeder glücklich wird. Glaub's mir. Ich möchte ja da, dass jeder glücklich wird. Glaub's mir, bitte. Aber was mit denen ist? Mit denen Leute, die sind wie der Wurm aus Kabale und Liebe von Friedrich Schiller. Das sind nämlich die Leute. Wusst nicht was? Was ist mit denen? Die reden so, oh ja, ich möchte schon in dem Punkt dieses Argument doch anbringen. Und bin auch der Meinung, also ich würde sehr mich freuen, wenn jeder glücklich würde. Und das sind nämlich die Leute, du weißt nicht, woran du bei denen bist. Das sind nämlich so Arschlöcher. Das sind so richtige Arschlöcher. Die sagen immer, ja, die tun immer so und sagen, ich möchte ja, dass jeder glücklich wird. Ich will auch, dass jeder glücklich wird. Aber weißt du, was mit denen ist? Die sind wie der Wurm aus Kabal und Liebe. Die sagen immer so, ja, in dem Bereich, also ich hätte da, würde dieses Argument da und da setzen. Und das sind genau die Leute. Das sind die Leute, die nämlich voll die Arschlöcher sind, die so voll für Schauspieler, die so ultraschwul sind. Und das sind die Leute, wo es nicht was machen die, wo bist bei denen dran, die haben so Angst. Das ist denen Angst, die sind wie der Wurm aus Kabal und Liebe. Die haben so Angst, sie ist sofort, die haben so eine Angst. Die da sind wie der Wurm. Wie der Wurm aus Kabal und Liebe. Das sind die haben nicht so Angst. Die haben so Angst und das siehst nämlich dann. An denen Angst, die machen es nicht ernst, verstehst? Und die sind so ultra schwul und tun immer so, das sind so eklige Typen! Bei Miller! Der hat nicht alles richtig gemacht, der Vater von der Luise Miller aus Kabal und Liebe und Friedrich Schiller, der hat nicht alles richtig gemacht. Aber was bei dem ist, der macht es ernst, der redet wieder, der Schnabel gewachsen ist und hat einer mal reingebatscht ins Gesicht, dass es kaputt war und die Knochen gebrochen war. Ich habe auch mal einen Scheiß gebaut, aber der ist gerade raus. Der ist ehrlich, der sagt, was er meint, der ist nicht hinterfotzig. Der sagt, was er meint. Der redet, wie der Schnabel gewachsen ist. Und so, oh, so kultiviert und ist eigentlich voll das Arschloch. Und deswegen respektiere ich den Miller, den Vater von der Luise Miller aus Kabal und Liebe, viel mehr, als den ganzen Wurm und diese ultra kultivierten, voll die Arschlöcher sind. Verstehst? Und ob in Luise Miller aus dem Stück Kabal und Liebe von Friedrich Schiller, ob in dem Wort Luise Miller a O drin ist oder nicht vor dem U. Das ist mir scheißegal. Das sind nämlich die Leute wie die Wurm. Hast mich, Börschler!